Die Brädchenformeln gelten auch für Kastenprofile. Hier das gegebene Hohlkastenprofil laut Skizze, welches durch ein Torsionsmoment MT belastet wird. Zu berechnen sind die Schubflüsse sowie für eine gegebene zulässige Schubspannung das maximal zulässige Torsionsmoment, welches wirken darf. Also schreiben wir die Brädchenformeln nochmal her, so, machen wir so. Und dann schauen wir, was wir damit anfangen können, welche Zusammenhänge wir finden. Und was wird wahrscheinlich noch gelten müssen, ist die Frage. Was können Sie noch für einen Schubfluss voraussetzen? Also für Flüsse gilt in der Regel Erhaltung, ein Erhaltungssatz. Also was in Knoten reinfließt, muss in einen Knoten wieder rausfließen. Das ist anders gesagt, die Schubflusserhaltung führt zu einer Knotenregel. Genauso wie Sie das aus der Elektrotechnik kennen. Dass die Summe der einfließenden Schubflüsse an einem Knoten gleich der Summe der ausfließenden Schubflüsse an einem Knoten sein muss. Und das kann man natürlich ebenfalls nutzen. Dann skizzieren wir uns einmal das System, einmal das Ganze mit den einzelnen Schubflüssen und einmal das auseinandergetrennte, wo wir den Kasten 1 und 2 einzeln anschauen. Gesamtsystem schaut so aus, ich mache es jetzt farbig vielleicht, dass wir da vorne einen Schubfluss haben, der heißt bei mir T3, dann haben wir hier einen T2 und im hinteren Teil T1, das bleibt da natürlich T1 und auch hier oben. Die Knoten, die wir haben, sind natürlich die beiden da. Insofern muss gelten, dass T1 plus T2, wenn man den Knoten da oben anschaut, die da beide in den Knoten reinfließen, gleich ist T3, das dann auf der anderen Seite wieder aus dem Knoten rausfließt. Das ist schon einmal eine Gleichung, die man brauchen kann. Für das aufgespaltene System kann man die Knotenregel einfach hernehmen im Prinzip und kann sich überlegen, wie schaut es dann einzeln aus in den einzelnen Bereichen, nämlich indem man da T3 hat und hinten entsprechend nur T1. Und wenn Sie es wieder zusammenschieben und zusammenbauen, dann gilt wieder genau die Knotenregel. Das heißt, wir haben einen Kasten und wir haben einen zweiten Kasten. Jetzt schreiben wir uns für diese beiden Kästen einmal auf, was die relevanten Größen sind. Für die erste Brädchenformel brauchen wir offensichtlich die Fläche AM. Die Fläche AM für den ersten Kasten, wie groß ist die? Der hat einen Radius A, A Quadrat, B halbe. Genau. Ja. Und für den anderen, das heißt, das ist einfach die Seitenlänge zum Quadrat wieder, ist ja Quadrat, also 4A Quadrat. Torsionsmoment, also aus der Brädchenformel das Torsionsmoment hingeschrieben. Was muss, glauben Sie, fürs Torsionsmoment gelten? Wenn Sie jetzt am einfachsten auf den aufgespaltenen Fall hinschauen. Additiv ist es. Also das gesamte Torsionsmoment muss sich zusammensetzen aus dem Anteil aus der Brädchenformel im roten Kasten und dem Anteil im grünen Kasten. 2A1 T3 ist der Halbkreiskasten und 2A2 T1 ist der quadratische hinten. Das ist unsere Gleichung 2 und kommt einfach aus der ersten Brädchenformel. Und der andere Zusammenhang ist, dass die spezifischen Verdrehwinkel gleich sein müssen in den beiden Kästen. Das heißt, ich kann einen spezifischen Verdrehwinkel hinschreiben für den linken Teil, für das rote. Das ist einerseits einmal das, was vorne im Kreisbogen passiert. Wir müssen ja aufteilen jetzt. Wir haben wieder das Ringintegral ds über t von s. Das ds ist die Länge des Kreisbogens und im Kreisbogen vorne ist der Schubfluss T3 relevant. Das ist der Anteil. Also habe ich da einmal T3 durch 2 mal Schubmodul
die Fläche ist die vom ersten Kasten, mal und der Kreisbogen ist a mal pi lang und die Wandstärke ist jeweils klein t. Und das t2, das geht in die gleiche Richtung weiter, zeigt nach oben, ist also im Schubflusssinne positiv, ist dann t2 durch die gleiche Fläche, erster Kasten, und die Höhe ist 2a. Wandstärke ist wieder klein t. Das hier ist also die Summe aus den beiden, ist für den ersten Kasten das gesamte Ringintegral. Das eine ist eben der Kreisbogen und das andere ist einfach die Höhe, dieser Verbindungssteg. Und genau analog machen wir es für den zweiten Kasten, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. T1 ist kein Problem, das geht genauso von der Richtung her weiter, wie das T3 auch, wie wir es positiv einfach definiert haben. Wieder durch 2 mal G mal A2 jetzt für den zweiten Kasten. Und der eine Teil des Ringintegrals, der ist 2a, 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 dreimal, genau dort, wo das Grüne alles ist, das T1. Das ist ja genau der T1-Anteil, also 3 mal 2a, Wandstärke ist wieder T. Und jetzt kommt noch ein Teil dazu, der sich wieder aus dem T2 zusammensetzt. Und ich schreibe jetzt absichtlich noch kein Vorzeichen her, der dann nur wieder das 2a durch T ist. Das heißt, wir haben wieder die beiden in Summe, die unser Ringintegral ergeben. Aber der Schubfluss, die Schubflussorientierung dreht sich ja an dem Knoten da oben um. Das heißt, jetzt muss man entweder wirklich die Knotenregel einfach verwenden und da einsetzen, oder man wendet halt an, dass, wenn sich der Schubfluss von der Richtung her umdreht, dass hier natürlich ein Minus stehen muss. Das sind die Gleichungen 3 und 4 dann. Und dann haben wir eigentlich alles zusammen, ja, an Grundgleichungen. Jetzt braucht man nur noch ausrechnen, als erstes einmal einen Zusammenhang für die Schubflüsse als Funktion des Torsionsmoments und der Geometrie. Also irgendwie T1 als Funktion von MT, T2 als Funktion von MT und so weiter. Und dann kann man nämlich hergehen, weil darum geht es ja, wenn man es auslegen möchte, und schauen, was ist das größte, was ist der größte Schubfluss im Profil insgesamt. Und auf den kann man dann auslegen bezüglich maximales Torsionsmoment, das zulässig ist. Das heißt, ich setze einmal die Gleichung 3 und die Gleichung 4 gleich. Das war ja unsere Annahme, dass die beiden gleich sein müssen. Dann kriegt man Schubfluss T3 durch 2 mal G mal A1. Ich lasse die Flächen noch so stehen. Api durch T plus T2, 2G, A1, 2A durch T ist gleich T1 durch 2G, A2, 6A, wenn wir das ausmultiplizieren, durch T minus T2 durch 2G, A2, 2a durch t. So, und dann kürzen wir einmal. Dann schaut das Ganze so aus. T3 pi durch plus t2 mal 2 ebenfalls a1 ist gleich 6t1 durch a2 minus 2t2 durch a2. Das kann man jetzt nehmen und kann die Schubflusserhaltungsgleichung einsetzen. Also ist T3 direkt eingesetzt in den ersten Beitrag. Also T3 wird, ich schreibe es nochmal her, T3 war T1 plus T2, setzen wir ein. Das liefert dann T1 Pi durch A1 plus T2 Pi
durch A1 plus 2T2 durch A1 ist, das bleibt gleich, 6T1 durch A2 minus 2T2 durch A2. Das heißt, ich kann jetzt zusammenfassen auf T1 und T2 und kann einmal zumindest einen Zusammenhang zwischen T1 und T2 finden. T1 ist nämlich alle Faktoren auf die linke Seite gebracht, Pi durch A1, das ist der, minus 6 durch A2, das ist der Teil da. Ist gleich und dann habe ich minus T2, die haben alle ein Minus dann, wenn man es rüberbringt. 2 durch A2, das ist der, minus Pi durch A1, das ist der, minus 2 durch A1, das ist der. Und dann kann man schauen, naja, wenn wir jetzt die A's auch noch einsetzen, was kommt da in den Klammern einmal raus? Da haben wir einerseits Pi durch A1, A1 war A Quadrat Pi halbe, also durch A Quadrat Pi halbe, den Zweier bringen wir gleich darauf, minus 6 durch A2 war 4A Quadrat. Dann kann man da entsprechend kürzen, das Pi können wir rauskürzen, da kann man den 6er und den 4er kürzen auf 3 halbe, a Quadrat bleibt stehen, genau. Und das gleiche machen wir da drüben, 2 durch 4 a Quadrat ist der erste, plus Pi durch a Quadrat Pi halbe, da wieder das jeweils kürzen, ja, Entschuldigung, nein, ich habe mich da verschrieben. Ich habe das Minus schon vorne rausgezogen. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Die sind alle Minus, die Beiträge. Das habe ich da vorne schon hergeschrieben. Danke. Die müssen alle positiv sein, dann da in der Klammer drin. Und da hinten haben wir zweimal und das A1 ist wieder das vom Kreisbogen A Quadrat Pi mal 2. Das heißt, ich habe im Endeffekt hier in der Klammer ein 1 durch 2a Quadrat, wenn wir das zusammenfassen, und in der Klammer da ein 5pi plus 8 durch 2pi a Quadrat. Also das a Quadrat kann man dann am Ende wieder rauskürzen. Der Zusammenhang lautet dann T1, ja, dann können Sie gleich eigentlich das 2a Quadrat rauskürzen, ich schreibe es trotzdem noch einmal her, dass wir die Gleichung vollständig haben, ist minus T2 5pi plus 8 durch 2pi a Quadrat, das heißt, das kürzen wir mit dem und unser T1 ist minus 5pi plus 8 durch Pi mal T2. Das kann man jetzt wieder in die Gleichung 2 zurück einsetzen. Die Gleichung 2 war die Gleichung der Torsionsmomente. Jetzt haben wir T1. T3 muss man entsprechend ersetzen durch T1 plus T2, wieder aus der Knotenregel, und kann dann da einsetzen, ich schreibe es eh einmal her, die erste Bretsche Formel zusammen addiert, ist dann 2A1 T1 plus T2, das war das vorherige T3, minus 2A2 5pi plus 8 durch Pi T2, das ist das T1, also mit dem Minus, das wir da oben gerade ausgerechnet haben. In der Formel selbst war es ja plus T1 2a2 und da haben wir das Minus vom T2 schon drinnen. So, dann
rechnen wir das alles zusammen und alles aus. Ich setze es einmal ein und dann überlasse ich Ihnen, das auf gleichen Nenner zu bringen und zusammenzuziehen. Minus 5, das T1 auch noch einmal eingesetzt. Pi plus 8 durch Pi. T2 plus T2 bei dem 2a1 minus, und das bleibt eh gleich da hinten, 2, ich nehme nur das a2 nach hinten, 5pi plus 8 durch Pi, a2 T2. Und das a2, ein, a2 und a1 eingesetzt und dann auf gleichen Nenner gebracht, das gibt Ihnen ja dann ein zusätzliches Pi, liefert dann, dass das Torsionsmoment aus der Bredschen Formel minus Pi Quadrat plus 12Pi plus 16 durch Pi mal 4, den 4er habe ich insgesamt rausgehoben aus dem Zähler, A Quadrat T2 sein muss. Das ist einmal ein Zusammenhang für Torsionsmoment und Schubfluss T2. Andererseits ist dann der Schubfluss T2 genau der Kehrwert von dem ganzen Vorfaktor, also minus Pi durch 4 mal, machen wir es so, Pi Quadrat plus 12 Pi plus 16 mal Torsionsmoment durch A Quadrat. Und aus den anderen Zusammenhängen, die wir oben gebaut haben, aus dem Zusammenhang für T1, wenn man da T2 jetzt einsetzt, kriegt man dann auch wieder den Zusammenhang in, als Funktion des Torsionsmomentes. Das ist dann nämlich plus 5pi plus 8 durch 4 mal Pi Quadrat plus 12pi plus 16 mt durch a Quadrat, und das T3 ist die Summe aus den beiden. Es ist ebenfalls positiv, das ist dann 4pi plus 8, weil das T2 ja minus Pi war, Nenner ist der gleiche. 4 durch mal Pi Quadrat plus 12 Pi plus 16 und wieder MT A Quadrat. Das sind dann die einzelnen Schubflüsse. Und aus denen muss man entscheiden, welcher der größte ist, und mit dem kann man es dann auslegen. Und welcher ist der größte? Das ist der größte, ja sicher. 5pi plus 8 ist sicher mehr als 4pi plus 8 und mehr als Pi. Und deswegen kann man auf den T1 auslegen. Das ist die Frage B dann. Das maximale Torsionsmoment. Was man sich da vorher noch überlegen sollte, ist der Zusammenhang wieder, zulässige Schubspannung. Zulässige Schubspannung ist ja die maximale Schubspannung in dem Fall, wenn man es so hinschreiben möchte, ist also der Schubfluss, der maximale durch die Wandstärke T. Der maximale Schubfluss war T1, also ist das T1 durch T tau zulässig. Also T1, anders gesagt, muss sein tau zulässig mal T. Das kann man einsetzen, und diese Form da auf MT umformen, und dann hat man das Maximale, nämlich also das zulässige MT, das dann lautet 4Pi Quadrat plus 12Pi plus 16 in Klammer dividiert durch 5Pi plus 8 mal Tau zulässig mal Wandstärke mal a Quadrat. Und das ist das C1, das wir da entsprechend eingesetzt haben. Und das ist im Grunde unsere Lösung, wenn wir es
in Dezimalzahlen gerne hätte, ist das 10,73 Tau zulässig mal A Quadrat mal T für die Werte, die bei mir da gegeben waren.